Hey ho meine Lieben, heute wahrscheinlich ein total verrücktes Video. Ich weiß noch nicht einmal, was es gibt, nur dass es irgendwas mit Schweinefilet zu tun hat. Ich habe Besuch, Pfälzer Grillfan Manfred und Doris sind da. Manu ist auch wieder da. Also machen wir heute ganz einfach ein Manu-Doris-Video. Die dürfen machen in der Küche, schalten und walten. Ich filme das ab und zu mit und tu später essen. Und zubereitet wird es in der kleinen, aber feinen Küche. Und die hocken gerade alle auf der Couch und schauen mir zu. Hallo. Wollt ihr alle mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Da drüben geht's nachher weiter. Restmüll, gelber Sack. Ja. Ja. Gelber Sack steht sogar. So. Ich hätte gerne ein Messer. Bitte nicht. Dann bedienen Sie sich. Nein, so großes will ich nicht. Ja Leute, so sieht es aus, wenn man die Cam einschaltet, ohne dass sie Bescheid wissen. Das haben wir schon mitbekommen. So, habt ihr das? Was war denn so schon du das letzte gehabt? Manu, dann komm doch du jetzt auch mal ein vor die Päckchen, Cam. Oder? Was war ein Messer du gehabt hast? Das weiß doch ich nicht, ob das bloß ein. Eins reicht doch für uns. Natürlich reicht eins für uns alle, oder? Leute, ich warte nur, bis es weitergehen kann. Boah, kommt mir hier alles entgegen. Wieso randalierst du in den Kühlschrank? Mach ich öfters gerne. So, jetzt komm doch auch mal vor die Cam und dann erzählt sie uns jetzt hier, was, Manu, es, du erzählst, was ihr vorhabt, zum Essen zu machen. Bei uns gibt es ein schönes Schweinefilet, gefüllt mit Zwiebeln und Bacon. Ich heb's doch mal hier hoch. Schweinefilet. Sehr schönes Teil. Mit Bacon und Zwiebeln. Ja, dann legt's doch einfach mal los und... Ich warte auf ein Messer. Nee, das ist zu groß. Das hast du das letzte Mal gehabt. Pass auf die Finger auf. Naja, lassen wir sie erst einmal ein bisschen vorbereiten und dann gucken wir nachher wieder zu. Ja, ich muss doch aber erst einmal schicken. Wie jetzt? Was wollt ihr jetzt von mir? Was soll ich jetzt hier machen? Aufschneiden. Oh. Also ich darf jetzt hier ran. Ja, natürlich. Und dann wollt ihr das füllen und rollen. Ja, genau. Natürlich. Oh mein Gott. Leute, ich packe erst einmal aus. Schau, ob ich noch hier ein bisschen was zurecht pariere. Und dann probiere ich das Teil einmal aufzuschnibbeln. Also das Ding jetzt aufzuschneiden, zum Füllen, wird jetzt eine Herausforderung. Ihr macht Sachen mit mir. Mann. Ja, ich bin ja gespannt. Also ich ertaste hier jetzt die Stärke in etwa. Und denke, das reicht so aus. Und dann schauen wir, dass wir es noch in die andere Richtung einmal rüber schnibbeln. Und zum Schluss werde ich es definitiv noch ein bisschen klopfen. Halbe Wissenschaft für sich. Ja. Und dann wird es noch verprügelt, wenn ich den Hammer finde. Jawohl.
einfach, dass es noch ein bisschen platter wird und ein bisschen größer. Fällt dir das schon, was du siehst, Doris? Fleischfetze wie bei Walking Dead, ne? Wir haben uns umentschieden, das gibt es ein Riesenschnitzel. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber ich habe leider kein Pfango und keine Möglichkeit, den zu betreiben. Aber das wäre auch noch eine Idee. Ja. Jo. Sehr schön. Ihr dürft es weitermachen. Haben nämlich hier unten ein Deckelchen. Bitte sehr. Im Ernst? Ja. So, da. Also Salz, Pfeffer und Paprika auch noch. Werde ich sagen. Steht hinter dir im Regal. Ja, jetzt steht hier. Immer drauf das Zeug. Lustig, gell? Ja. Der nächste Herr, dieselbe Dame. Spatzo, was machst du da hinten? Die Zwiebeln anbraten. Die Zwiebeln anbraten? Genau, für die Füllung. Okay, was kommt da alles jetzt rein? Ja, erstmal die Zwiebeln anbraten und dann der Bacon, der schon ein bisschen geschnitten ist. Okay. Ja. Okay. Für die Füllung. Alles klar, also dann sehen wir uns wieder, wenn das gefüllt wird. Genau. Doris? Ja. Guck mal. Das Ding hat noch eine zweite Seite. Nein, ernst? Ja. Natürlich. Du kann man das noch ein bisschen grober stellen. Das kann ich. Nein. Nein. Wie nein? Nein. Sonst mag sie wieder nicht. Ehrlich? Dann hackt sie. Ja. Okay. Ey, du musst dich so damit abfinden, wie sie läuft. Gut, aber wir haben es ja gerade von der neuen Seite gesehen. Wir warten jetzt im Endeffekt, bis die Füllung fertig ist. Bratest du den Bacon auch mit an, oder? Ja. Okay. Und ja, dann gucken wir zu, wie sie füllen, einrollen und zum Schnirren komme ich dann wieder zur Hilfe. Jetzt machen wir die Zwiebelspeckfüllung auf das Fleisch. Ja, mich brauchst du nicht anschauen. Wie hätten Sie es denn gerne? Überall hin. Schön. Ja, schön. Innen frei, ne? Ja, da hinten ein bisschen frei lassen. So hier, oder? Ja. Gut. Fang doch hin, ja. Mach ich doch gerade. Ich misch mich nicht ein. Ich komme erst zum Schnüren. So. Darfst du rollen? Ich darf rollen. Ich habe das noch nie gemacht. Hast du letztes Mal nicht aufgepasst? Nee. Dann lass die Doris rollen. Ja, dann mach das bitte. Weil die hat nämlich schon was dazu gesagt vorher. Ja, da habe ich gesagt, das klappe ich auf genau. Drei. Das ist ungefähr, ja. Also ich hätte es jetzt bis vorne geklappt. Wie, bis vorne? Wie bist du her? Einmal komplett. Dann bleibt nämlich die Füllung schön drin. Ah ja. Dann haben wir wieder eine große Roulade und dann bin ich gespannt, ob die heute ausreicht.
Ebola. Was? Ebola? Ebola. Ebola. Ebola, Monsieur. Ebola. Zum Telefonieren nimmt die Alina einen Kopfhörer. Aber ihre komischen Videos kann sie nicht mit Kopfhörer angucken. Mach das leise, Alina. Ja. Das letzte Mal hatte das Schnüren auch halbwegs gut geklappt. Und gucken wir mal, ob das heute auch wieder so gut klappt. Ja, mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht. Aber ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Vielleicht. Auch das Flüstern hört man nachher im Video. Wollte ich euch bloß so nebenbei mal sagen. Tja, dann verschnür ich das einfach mit dem, dass das Ende hier auch untergebracht ist. Und Leute, ich habe immer noch keinen Plan, was sie dazu machen alles. Ich weiß es einfach nicht. Man redet mit mir heute relativ wenig. Reinkriegen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Video so ganz genau nennen soll. Schweinefilet als Rollbraten? Wäre eine Möglichkeit. Der will jetzt wieder nicht reingehen. Boah, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen rumschleifen hier. Das ist ja furchtbar. Tja. Hände waschen. Jo, sieht gut aus. Dann wunderbar. Kann man rein theoretisch in die Heißluftfritte reinstopfen. Auf wie viel Grad etc. pp. Werdet ihr mir jetzt gleich sagen. So Leute, ich schmeiß den jetzt hier einfach mal rein. Und im Hintergrund wurde gerade diskutiert, dass der eine wahrscheinlich doch zu wenig ist. Darum wird im Hintergrund, machen wir dann noch den zweiten. 135 Grad einmal. Ich gebe jetzt hier einfach mal eine Uhrzeit ein von 45 Minuten. Ja. Und dann gucken wir mal, was es macht da drin. So Leute, ich habe jetzt kurzerhand das zweite Filet geschnitten, geklopft und mit einem Spießbratengewürz mal wieder behandelt. Das von Gewürze aus aller Welt, das kennt ihr ja eigentlich seit Jahren von mir aus dem Kanal. Wahrscheinlich sogar dieselbe Tüte, aber ist ja egal.
Das Gewürze werden zu schnell nicht schlecht. Ablaufsdatum. Ja, okay. Sage ich jetzt nichts dazu. Filet jetzt einfach kipp's hier so auf die Seite. Und dann werden noch die Zwiebeln geschnippelt und mit dem Bacon noch angebraten. Und dann wird es genauso gefüllt wie das andere. Wieder verschnürt. Und der Unterschied ist jetzt bei dem, wir werden es kurz in der Pfanne dann einmal anbraten, wenn es gerollt ist, und dann im Backofen reinstopfen. Ja, so geht es jetzt weiter. So Leute, ich muss noch mal ganz kurz wegfahren. Doris füllt. Ich hoffe, die filmen das nachher, wenn sie es schnüren. Da bin ich jetzt leider nicht dabei. Ja, Mädels, macht's mal, ich muss schnell weg. So, jetzt mache ich den zweiten Rollbraten. Versuche ich mal zu schnüren. Ist halt kein Meisterwerk. So, was haben wir hier denn noch Schönes? Kaisergemüse. Kaisergemüse. Von dem bisschen sollen wir satt werden. Das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Die Zwiebeln, für was sind die noch? Das ist für eine Käsesahnesoße. Ah, jetzt wissen wir noch mehr. So langsam formt sich der Videotitel. Käsekräuter. Okay. Sahnesoße. Dann sage ich einfach mal, ups, weitermachen. Ich muss wieder an meinem Livestream, weil mittlerweile ist es schon so spät. Gelle? Genau. Oh, was kommt denn da raus? Der zweite Rollbraten. Der zweite? Ja, sieht doch gut aus. Aha, schön angebraten. Genau. Ich hoffe, das sieht man alles im Video, wie du den angebraten hast. Das Gesicht, Leute. Also, den hast du jetzt schön angebraten und dann in der Alufolie im Backofen rein. Genau. Okay, gut. Oh, ich freue mich jetzt nachher aufs Essen. Weil es sind ja im Prinzip jetzt zweierlei. Einmal Spießbraten und einmal mit Salz, Pfeffer, Paprika. Spießbratengewürz. Dass wir das auch korrekt gesagt haben. Ja, Kartoffelwedges sind jetzt noch drin.
Die Soße wird da hinten schon weggeschleckt. Gell, Alina? Ah, ja, dann können wir jetzt nachher dann gleich essen. Genau. Tja, und während die Mädels in der Küche sind, spielt sich hier der Manfred mit meinem ganz uralten Messgerät ab und probiert, ob er es wieder zum Laufen bringt. Naja, weil mein V-Pin heute etwas den Geist aufgegeben hat und da muss ich erst was nachmessen, aber andere Geschichte. So, Dalle, da wären wir schon. Naja, das kann man mittlerweile schon wieder anlangen. So, meine Fleischgabel. Tja, aber mit dem Ding schneide ich das jetzt nicht auf. Sieht schon besser aus, jawohl. Tja, und dann wollen wir mal hier. Das zerfällt schon. Das zerfällt. Eieieiei. Ja. Sozusagen ja in der Alufolie auch noch mit gedämpft. Da ist das klar. Aber es sieht gut aus. Jetzt schneiden wir den hier noch. Und als nächstes schärfe ich das Messer. Du, gell? Nicht an Stativ hinrennen. Schaut euch an, wie herrlich das geworden ist hier. Das sieht schon mal richtig geil aus. Schnüre darf sich wie gehabt jeder selber am Teller dann entwirren. Was? Tja, dann heißt es nur noch Teller füllen mit allen Sachen und essen. Aber ich könnte ja den Braten jetzt noch auf diesen Teller hier schnell drauf wuchten. Das mache ich noch schnell. Dann habe ich nämlich gleichzeitig die Anrichte wieder frei, dass ich nachher hier meinen Teller hinstellen kann zum Essen. Tja, und hier haben wir den Teller mit den zweierlei gewürzten Schweinefilet, Spieß, Rollbraten und ich weiß immer noch nicht, wie ich das Video nennen soll. Wir sehen uns auf alle Fälle gleich, wenn mein Teller dann gefüllt ist, hier wieder. Tja Leute, mein Tellerchen wäre fertig und irgendwo da hinten am Tisch ist mein Besteck. Dann würde ich jetzt einmal sagen, das war der aus dem Heißluftgrill und das war der andere. Probieren wir sie nacheinander. Aber nachher zeige ich sie alle noch vor die Cam. Verdammt, wie war das mit der Schnur vorher?
da mal die Soße wieder aus dem Gesicht wischen. Also nur mit Salz, Pfeffer, Paprika schmeckt der schon mal richtig geil. Und jetzt mit dem Spießbratengewürz, hier ist keine Schnur mehr dran. Schmeckt anders. Sehr lecker. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob meine Maus hier an das Gemüse noch extra selber eine Soße gemacht hat. Aber die andere Soße, was sie gebastelt hat mit dem Wedges, geil. Aber ich gehe jetzt essen. In Ruhe. Halb zehn gleich und danach sehen wir uns dann zum Gesamtfazit. So Leute, dann kommen wir hier noch zum Schlussfazit. Ich stelle mich hier gleich einmal ganz am Rand hin und trete jetzt näher. Schönen guten Abend. Hallihallo. Ja, ihr auch. Abend. Hallo. Ja. Wer hat jetzt eigentlich was gemacht? Jeder hat eigentlich irgendwas gemacht. Außer der Manne. Ich hab gegessen, das stimmt nicht. Der hat, ja, lass mich doch ausreden. Der hat gegessen und für die Unterhaltung während der Drehpausen gesorgt. Also hat er auch mitgeholfen. Ja, also ich fand's sehr gut, was ihr da zusammengezimmert habt. Und ja, einfach nur lecker, hat viel Spaß heute gemacht. Und eins sage ich gleich, ich gehe heute nicht mehr in die Küche, das kann jemand anders machen. Gut. Du? Ja, ich mache das schon. Nein, ich meine, ich heiße hier jetzt so. Ja, das ist mal ganz gut. Sorry. Also ich fand es auch sehr lecker. Die Manu hat die meiste Arbeit verrichtet in der Küche. Und ja, war sehr unterhaltsam dabei. Ja, es war wunderbar. Hat super Spaß gemacht. Das meiste habt ihr gar nicht gesehen. Also, ein durchwegs, naja, gelungener Abend. Super, ich danke euch. Und ja, Leute, morgen gehen wir auf Tour, alle zusammen. Und dann gibt es wieder ein Video und ich muss schon wieder essen. In dem Sinne sage ich Tschaikowski, bis morgen. Däumchen hoch nicht vergessen. Und ein Abo, geh vor, sag's. Und das Abo nicht vergessen.